Der 18. August 2007 bringt den Museumszug noch einmal in den Plandienst. Ausfahrt in Goslar. Es sind die letzten Fahrten eines VT08.5. Befahren werden alte Einsatzstrecken. Im Lokpark Braunschweig steht verwaist ein Steuerwagen. Bereits seit Ende der 90er Jahre nicht mehr betriebsfähig. Der Zustand ist mehr als traurig. Lokführer Manfred Kühn hat die Baureihen VT085 und VT125 lange gefahren, zuletzt den Museumszug. Was wir hier leider in einem etwas erbärmlichen Zustand sehen, das ist ein Steuerwagen, gehört zum Triebwagen der Baureihe VT08, ist 1952 gebaut worden, ist ein Fahrzeug ohne Motor, das heißt, man braucht also einen zweiten Motorwagen dazu, um das ganze Fahrzeug zu bewegen. Es hat also nur einen Führerstand und nach hinten eben Abteile der zweiten Klasse. 1985, bei der Jubiläumsparade 150 Jahre Deutsche Eisenbahnen, ist auch der damals neue Museumszug dabei. Am Schluss rollt der eben gesehene Steuerwagen. Der Dreiteiler zeigt den Zustand der ersten Betriebsjahre ab 1952. Markant ist das große Flügelrad auf den Stirnfronten. Der einstige Stolz der Bundesbahn ist im Jubiläumsjahr 1985 rund um Nürnberg unterwegs. Diese Fahrt hier führt ihn zum Dampflokomotivmuseum in Neuenmarkt-Würzberg. Es wurde aus noch Fahrzeugteilen im guten Zustand, wurde halt eine Museumsgarnitur zusammengestellt, bestehend aus zwei Motorwagen. Jeweils am Ende und zwei Mittelwagen. Der eine Motorwagen wurde entsprechend angepasst in seinem Inneren. Es wurde eine Bar eingebaut, Küche, große Kühlschränke, eine Lautsprecheranlage durch den ganzen Zug. Es konnte Musik angeboten werden, je nach Wunsch der Besteller. Und das Schöne war halt am VT08, man ist halt nicht nur in der Region Braunschweig gefahren, sondern man war also bundesweit sogar in die europäischen Nachbarländer erstmal gefahren. Anfang der 90er Jahre rollt der Museumszug auch durch die neuen Bundesländer. Halt im damaligen Bahnhof Wildpark bei Potsdam. Ein ungewohnter Anblick auf Reichsbahngleisen.
Auch Berlin ist ein beliebtes Ziel. Betriebshalt im Bahnhof Zoologischer Garten. Es war schon sehr erstaunlich, dass also wirklich an jedem Stellwerk unterwegs, was am Gleis lag, war oben das Fenster auf. Der Stellwerker guckte oben raus, man winkte sich zu. Und es war schon ein erhabenes Gefühl, auch für mich. Ich bin sehr oft vor der Wende in die DDR gefahren, dass ich mal als Lokführer mit solch einem Fahrzeug dorthin fahren würde, hätte ich mir nie vorstellen können. Das war also schon was Besonderes. Ja, und Berlin ist natürlich immer eine besondere Nummer. Die Fahrt über die Berliner Stadtbahn ist vielleicht noch mit der Fahrt über die Kölner Hohenzollernbrücke zu vergleichen. Aber ansonsten, mehr geht nicht in Deutschland. Hier im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Friedrichstraße und Lehrter Stadtbahnhof. Die Brücke über den Humboldthafen. An dieser Stelle steht heute der Hauptbahnhof. Einfahrt in den Bahnhof Charlottenburg. Rechts wartet ein Interzonenzug auf Ausfahrt. Nach einem kurzen Betriebshalt macht sich der Zug auf den Rückweg nach Braunschweig.